kommt zurück bei der nächsten Folge. Da waren Sterne. Mitten im Erdloch. Was für ein Erdloch? In das Angelina gefallen ist? Ja. Und als ich da reinschaute, habe ich zuerst gar nichts gesehen. Nur Schwärze. Und dann war da aber was in der Dunkelheit. Kleine, flimmernde Lichtpunkte. Bis ich begriff, dass es Sterne waren, die da funkelten, unter der Erde. Eine schöne Vorstellung. Sie waren angeordnet wie ein Sternbild. Welches Sternbild? Das weiß ich nicht. Außer dem kleinen und dem großen Wagen kenne ich kaum eins. Ich schon. Zeichnen Sie mir die Sterne doch einmal auf, Adrian. Vielleicht kenne ich das passende Sternbild dazu. Sternbilder stellen meist mythologische Figuren dar. Vielleicht hat das ja irgendwas zu bedeuten. Sieht ein bisschen aus wie die Corona Borealis, die nördliche Krone. Aber die besteht aus 7 Sternen, nicht bloß aus 6. Außerdem ist sie nach oben offen, von der Nordhalbkugel aus gesehen. Also kommt ja auf den Standpunkt an. Die Corona Australis, die südliche Krone, die könnte von der Form her schon eher passen. Die ist nach unten offen. Aber die hat noch ein paar Sterne mehr, nämlich 11, wenn man die Doppelsterne einzeln zählt. Sind Sie sicher, dass auf Ihrer Zeichnung nichts fehlt? Ja, ganz sicher. 6 Sterne, genau so sah es aus. 6 Menhire. Dann kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich kenne kein Sternbild, das so aussieht. Tut mir leid, Adrian. Na, macht nichts. Vielleicht bedeutet es ja auch gar nichts. Vielleicht. Wenn es wichtig für Sie ist, wird es sich früher oder später noch einmal zeigen. Adrian, vertrauen Sie darauf. Und wie geht es Ihnen sonst? Ich meine, als frisch gebackener Schlossherr. Irgendwie seltsam. Das kommt mir alles so unwirklich vor. Ich meine, ich habe mein ganzes Leben in Boston verbracht, als Darren. Und nun bin ich hier, darf mich der letzte Gordon nennen und sitze allein in einem halb verbrannten Geisterschloss. Zum Glück sind die Handwerker da, sonst hätte ich bald das Gefühl, dass ich selbst ein Geist bin. Ich bin ja auch noch da, Adrian. Sie sind nicht allein. Hatten Sie die Gelegenheit, sich von Ihrer Urgroßmutter zu verabschieden? Ja, das war gut. Sie hat mir noch einiges mit auf den Weg gegeben. Darf ich fragen, was Ihre letzten Worte an Sie waren? Sie hat mir gesagt, wie ich meinen Seelenfrieden finden kann. Ich soll es nicht machen wie mein Vater, sondern den Weg bis zum bitteren Ende gehen und bei den Menhiren anfangen. Bei den Menhiren? Das hat sie immerzu wiederholt. Bei den Menhiren, bei den Menhiren. Es schien ihr enorm wichtig zu sein. Dann sollten Sie das wohl beherzigen. Wenn sie die Notizen schreibt? Die Zeichnung nehme ich besser mit. Vielleicht fällt mir ja noch was dazu ein. Moment. Oh, Mr. Michaels, gut, dass Sie kommen. Zu Ihnen wollte ich gerade. Zu mir? Wieso? Ist mal wieder jemand ermordet worden? Das ist noch nicht ganz klar. Zumindest gab es einen Todesfall vor dem Schloss. Auf Ihrem Grundstück. Wie bitte? Sie machen Witze, Zack. Das würde ich niemals tun, Mr. Michaels. Oh nein. Bitte kommen Sie mit zum Schloss. Der Inspektor will mit Ihnen reden. Ich komme. Oh, Scheiße. Hier, kommen Sie. Sehen Sie. Da ist es. Da wurde Gregory erschlagen. Der wurde allerdings schon abtransportiert. Direkt vom steinernen Totenschädel. Da war nichts mehr zu machen. Ich nehme an, der Inspektor will mich sprechen, Zack? Mhm. Und er ist schon mal vorgegangen und wartet im Schloss auf mich, richtig? So sieht's aus.
Ist das das Zeug, mit dem Greg die Fassade reinigen wollte? Das ist Industriereiniger. So viele Warnhinweise habe ich bisher nur auf Säureflaschen gesehen. Den nehme ich mit. Und die Bürste hier auch. Putzen kann man hier schließlich genug. Stimmt. Ich denke, in Verden lässt sich dieses Schloss erst wieder, wenn wir mit Mordred durch sind. Ich würde es zu gern mal in renovierten Steve? Zustand sehen. Ja? Können Sie mir sagen, wie genau der Unfall passiert ist? Der Steinschädel von da oben hat Greg erschlagen. Ja, das dachte ich mir schon, aber wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Greg war ja allein hier draußen. Wollte die Fassade putzen, wie Sie gesagt haben. Da hat er vielleicht eine Pinkelpause eingelegt und als er unter dem Schädel langkam, bam! Vermutlich ist der jahrhundertealte Stein durch den Brand rissig geworden und in sich gebrochen. Vielleicht haben ja die Vibrationen der Bohrmaschine das Gemäuer erschüttert und dann ist der lose Brocken einfach abgefallen. So erklären Sie sich das. Aber wenn Sie mich fragen, dann passiert hier nichts einfach so. Dieses Schloss ist verhext. Und das weiß jeder hier. Die Mauern leben. Wenn wir ein Loch zugemauert haben, war es am nächsten Tag wieder da. Genauso mit dem Schädel. Der hat nur darauf gewartet, dass jemand unter ihm steht, um abzufallen. So sehe ich das. Nehmen Sie es mir nicht krumm, Sir, aber ich will nicht der Nächste sein. Was soll das heißen, Steve? Wollen Sie etwa kündigen? Ja, tut mir leid, Sir, aber ich hätte auf meine Frau hören sollen. Die wollte von Anfang an nicht, dass ich hier arbeite. Lieber bei Murray ohne bezahlte Pausen arbeiten, als im Black Mirror Castle ohne Kopf. Wie wär's mit dem Helm? Das hat sie gesagt und ich hätte auf sie hören sollen. Steve, warten Sie! Tut mir leid, Sir. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf. Finden Sie jemanden, dem Sie das Schloss verkaufen können. Irgendeinem reichen Bekannten von Ihnen aus Amerika. Und bis dahin bleiben Sie nicht unter einem Steinschädel stehen. Greg war respektlos zu uns und Mordred hat, ja, wetten wir? Ich kann sie ihm nicht verübeln. Ich weiß zwar nicht, wie man dieses Ding nennt, aber Steve hat damit tiefe Löcher in den Stein gebohrt. Es ist groß, schwer und macht eine Menge Lärm. Tim Taylor würde sagen, ho, ein Männerspielzeug. Ah, mit Benzinmotor. Sag mal. Ja. Ich sollte erst einmal... Ja. Dauernd minimiert sich dieses Spiel. Moment, Darren, bevor du da reingehst. Speichern. Ich gehe mal davon aus, dass es sich jedes Mal minimiert, wenn er einen automatischen Speicherpunkt hat. Noch mehr Tote. So. Diese Spiele und Windows 10 sind krampf zusammen. Inspektor, Sie haben bestimmt ein paar Fragen an mich. Ach, weißt du, eigentlich kann ich mir deine Antworten schon denken. Die kenne ich schon. Und bestimmt hast du auch ein ganz tolles Alibi. Allerdings. Ich war bei Dr. Winterbottom, genau wie es in meinen Kautionsbestimmungen steht. Fragen Sie Ihren Constable. Na bitte, ein erstklassiges Alibi. Siehst du, die Spucke für ein Gespräch mit dir kann ich mir sparen. Ich muss mich nur hier umsehen, in dem großen Schloss voller alter Kunstgegenstände, die bestimmt ein Vermögen wert sind. Auf dem riesigen Anwesen, da kriege ich schon meine Antworten, Mr. Erbschleicher. Genug! Ich werde mir deine Beleidigungen nicht länger anhören. Ich weiß nicht, was du in deinem kümmerlichen Bauernschädel alles zusammenreimst. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ich bin nicht irgendein Sagensucher, der planlos herumtappt und dem man alles anhängen kann. Ich bin ein Landbesitzer und der Schlosser von Black Mirror Castle. Ein mächtiger Lord. Und wer bist du? Hä? Ein kleiner, strafversetzter Bulle. Und jetzt raus hier und zwar schnell! Okay, okay, Adrian. Na, der Anpfiffer war fällig gewesen. Für Sie ab jetzt Sir Adrian Gordon, kapiert? Und lassen Sie sich hier erst wieder blicken, wenn Sie einen Durchsuchungsbefehl haben. Wow, das war längst fällig. Ja,
Aber... Ich lasse mir nichts mehr bieten. Egal von wem. Taran. Ich bin nicht einfach irgendwer. Ich bin ein Gordon. Mensch, Taran. Und nicht irgendeiner. Ich bin der Einzige. Der Letzte der kümmerlichen Marcus-Linie wird der Erste der mächtigen Mordred-Linie sein. Taran! Himmel, Aschen, Wolkenbruch! Tja, ab jetzt bin ich allein im Schloss. Keiner mehr da. Rückt dir dein spärliches Spatzenhirn hier zurecht. Niemand will was von mir. Kein Alibi, kein Geld, kein gar nichts. Ich meine, außer einem Urahn, der meinen Körper in seinen Besitz bringen will. Ich sollte besser schnell herauskriegen, was es mit diesen Menhiren auf sich hat, von denen Victoria sprach. Was habe ich gerade gesagt? Niemand will etwas von mir? Na nur? Vermutlich hat man vorne am Tor geklingelt. Ich würde sagen, wir haben Post. Was haben wir da? Noch mehr Post. Ein Brief von Murray? Was will denn der Kerl schon wieder? Solange sie den Hotelzimmerschlüssel nicht zurückgebracht haben, berechnen wir ihnen 100 Pfund pro Tag. Eine Rechnung über 500 Pfund für 5 Tage? Ich glaube, dem geht's zu gut. Murray, jetzt bist du fällig. Jetzt ist Schicht im Schacht. Ich wohne jetzt im Schloss. Eigentlich müsste ich Murray nie wieder begegnen. Aber ich habe den Hotelschlüssel noch. Und den würde ich dem alten Schlitzohr nur zu gern persönlich vor den Latz knallen. Hallo, Murray. Mr. Gordon! Immer eine Freude, Sie zu sehen. Mr. Gordon! Aha. Es ist also auch schon bei Ihnen angekommen, dass ich der letzte Nachfahre der berüchtigten Adelsfamilie bin. Aber gewiss doch. Das ganze Dorf spricht von nichts anderem. Dann ist Ihnen auch nicht in Gang, dass ich nicht nur den Namen, sondern auch das gesamte Black Mirror-Anwesen besitze. Oh, meine herzliche Gratulation zu dieser wunderbaren Erbschaft. Und natürlich mein allerherzlichstes Beileid für den Verlust Ihrer teuren Großmutter. Urgroßmutter. Das Süßholzraspeln können Sie sich für Ihre Touristen aufheben. Die letzten, die noch zu Ihnen kommen. Ich denke nämlich darüber nach, aus dem Schloss ein Hotel zu machen. Ein echtes Gordon's Palace. Hier ist doch alles geklaut. Sogar der Name. Murray, dafür kann ich Sie verklagen. Das ist Ihnen doch klar? Und ich glaube, das werde ich auch tun. Mr. Gordon, nun, ich gebe zu, wir hatten vielleicht die eine oder andere Meinungsverschiedenheit. Aber Sie werden doch nicht vergessen, dass ich Ihnen immer geholfen habe. Ich war es, der Sie aus dem Gefängnis geholt hat. Und ich war es auch, dem Sie es zu verdanken haben, dass Sie im Wald nicht erfroren sind. Bewusstlos, wie Sie da lagen. Ich habe Phil zu Ihnen geschickt und Sie ins Hotel bringen lassen. Als Mann von Ehre werden Sie das doch nicht mit einem kleinlichen Anwaltsstreit vergelten, oder? Ihre sogenannte Hilfsbereitschaft ist nichts weiter als eiskaltes Kalkül. Ihnen gehört ein für alle Mal das Handwerk gelegt. Vergessen Sie nicht die Fotos aus Ihrem Schrank, die eindeutig belegen, dass Sie sich Ihr Taschengeld mit Erpressung aufgebessert haben. Wenn ich damit rausrücke, sind Sie erledigt. Mr. Gordon, ich appelliere an unsere Freundschaft. Freundschaft? Freundschaft? Du bist nichts weiter als ein widerlicher Parasit, der sich am Blut seines Wirtes dick und fett frisst. Ich bin die längste Zeit dein Wirt gewesen. Ja, mehr noch. Ich werde dafür sorgen, dass du keinen anderen mehr finden wirst, den du aussaugen kannst. Ich werde dein Parasit sein. Was meinst du, wie lange du mich aushalten kannst, du Wurm, hä? Ich werde dir dabei zusehen, wie du zugrunde gehst und mich an deiner Qual laben. Und eines Tages wirst auch du in einem Keller neben Leichen aufwachen. Falls du überhaupt aufwachst. Schönes Leben noch!
auch wenn es Mordred war. Dem hab ich's gegeben. Der wird sich hüten, mir nochmal in die Suppe zu spucken. Wie einfach das doch ist. Nur ein bisschen Druck ausüben und schon knickt alle Welt vor einem ein. Ach, Darren. Wie könnte ich denn als nächstes das Fürchten lehren? Tom. Oder lieber diesen tätowierten Knastbruder. Oder dieser komischen Alten, die immer von mir abhaut. Diese Nervensägen gehören mal ordentlich zurechtgestutzt. Darren. Ich frage mich, warum ich nicht schon früher auf den Tisch gehauen habe. Schluss mit der ängstlichen Duckmäuserei. Ab jetzt wird abgerechnet. Oh, Darren. Fuck. Das hört sich irgendwie gar nicht nach mir an. Nein, überhaupt nicht. Irgendwie das, was Victoria über Mordred erzählt hat, als er anfing, sich zu verändern. Er misstraute allem und jedem und wurde immer feindseliger. Mhm. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Ja. Und zwar ganz schnell, mein Freund, sonst wird es hier eine Achterbahn ins Nirgendwo. Aber wir können wieder an die Akademie. Warum? Ein riesig... Ich kann mich glücklich. Das ist seltsam. Hier können wir überhaupt nichts mehr machen. Also warum... Warum können wir... Verfallenes Anwesen? Kreuzung im Wald? Wir können ja überall wieder hin. Okay. Moment. Wo ist denn das? Diese Zeichnung habe ich bei Doc... Ob das Zufall ist? Die Sterne sind ungefähr so angeordnet wie die Menhire auf meiner Karte. Mhm. Bis auf ein kleines Detail. Es sind 6 Sterne auf der Zeichnung. Ich habe aber nur 5 Menhire gefunden. Ja. Dann leg's doch mal drüber und guck, wo der 6. sein müsste. Darren, du bist so ein Idiot. Aber Moment. Er ist da unten, er da oben. Dem Westflügel sieht man kaum an, dass es hier gebrannt hat. Es wirkt fast so, als hätten diese alten Mauern einfach keine Lust einzustürzen. Vor den Mauern? Ja. Dass ich das auf einmal notieren? Ja, aber... Ist das jetzt ein Bug oder was? Och nö. Sag mir jetzt nicht, dass das ein Bug ist, weil sonst kriege ich echt einen Drehmanns. Dann müsste aber das letzte Jahr... Position jetzt nicht komplett falsch einschätze? Brunnenschacht, Statue? Reinigungskombipack. Wenn das Marmor ist, ist der Marmor aber hin, ne? Der Reiniger ist echt stark. Da verschwindet sogar der Marmor? Aha. Das scheint auch nur eine Lackierung gewesen zu sein. Die Statue ist in Wirklichkeit aus... Ich tippe auf irgendein Gestein aus der Gegend. Granit vielleicht. Man sollte aber Marmor tatsächlich nicht mit Säuren behandeln, weil das ist ein Kalkstein, Kalksteinsilikat. Wenn er dem mit Säure zu nahe rückt, auch mit zu scharfen Reinigungen, dann löst er sich einfach auf. Das ist schlimm. Da hätte ich aber auch früher drauf kommen können. Die Statue ist aus demselben Stein wie die anderen Menhire. Und irgendwer hat irgendwann eine Statue daraus gemeißelt. Ich habe alle 6 Menhire eingezeichnet. Mal sehen, was ich damit herausfinden kann. Wenn du den Bleistift mit der Wanderkarte benutzt, kannst du darauf Linien anzeichnen. Halte zum Ziehen einer Linie die linke Maustaste gedrückt. Okay. Die linke Maus... Okay.
Halt, Moment. Hey, die Menhire um das Schloss stehen wirklich in derselben Formation wie dieses Sternbild. Aber was haben jetzt diese Portale damit zu tun? Und wo ist der Eingang? Der Eingang ist da. Wetten wir? Ich habe alle Maniere eingetragen, aber ich weiß nicht, was es das bringen soll. Nicht einmal ein vernünftiges Pentagramm lässt sich draus machen. Irgendwie fehlt der Mittelpunkt. Wieso befindet sich der Grundstein nicht in der Mitte? Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht sind wir einfach nicht weit genug gegangen. Hier ist eines dieser Portale gewesen. Zwar mittlerweile verschüttet, aber hier war eins. Vielleicht meinte Victoria ja das mit dem Eingang. Ich trage die Ruinen mal in meine Karte ein. Okay, Moment, Moment. Da war der eine. Und haben wir hier den Leuchtturm? Da geht es einige Stufen nach unten. Mary gibt sich Vaterlandsverlust. Hier ist ja auch eine Ecke hier. Hinter den Lamellen könnten Glocken sein. Dann sind das kleine Nebenglockentürme. Was ist das da? War doch eben was. Das ist das Grab von Sally. Die Stelle sieht eingedrückt aus. Ob das ein Leichenwagenfahrer mit Einparkschwierigkeiten war? Moment, wo war denn das andere Portal? Das eine war in der Akademie. Und das andere war bei uns im Keller. Das kann er ja nicht wissen. Kurz im Wald. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg... Okay. Moment. Was zum... Was? Ich bin rausgeklickt versehentlich. Gleich eine Fehlermeldung gekriegt, die keinen Sinn ergibt. Warte mal. Das kann ich nicht damit verwenden, aber das da. So. Guck mal. Dann müsste das hier etwa dahin gehen, ne? Ein Strich über den Menhir am Tor endet mitten im Wald. Das wird ein Spaß, die richtige Stelle zu finden. Ich glaube aber, der Weg an der Waldkreuzung führt schon mal in die richtige Richtung. Ich möchte ungern durch den Wald irren, solange ich noch nicht alle anderen Stellen auf meiner Karte abgegangen bin. Okay.
vielleicht? Nee. Das war der Steinkreis, wetten wir? Oh Gott, ich habe schon viel zu viel überzogen. Ich werde die Folge jetzt an der Stelle mal beenden. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich vielleicht endlich mal einen Clou habe, was hier abläuft. In diesem Sinne, ciao!